ihm doch gesagt, er soll einfach das Gold rausrücken. Aber hat er zugehört? Natürlich nicht. Immer müssen sie sich wehren. Was war das? Wo seid ihr gekommen? Und ihr habt unseren Lobpreis verdient. Es geht denn ein Riss durch Himmelsrand. Und weder Magie durchsteht. Noch die Zeit. Ich habe in der Gegend hier für Ablenkung für euch gesorgt. Ich glaube nicht, dass jemand von unserer kleinen Kampagne Wind bekommen hat. Noch nicht. Perfekt. Hoffentlich erfahren wir daraus mehr über ihre Bewegungen. Ich denke, dass wir sie in die Flucht geschlagen haben. Bis zum nächsten Mal. Als das Reich sich... Ihr seht einen richtigen Krieg vor euch. Zumindest war ich mal einer.
Werkzeuge, Waren und Waffen. Und alles zu einem guten Preis. Geht weiter, Freund. Ich habe heute nichts zu verkaufen. Die Nordmaid ist. Wenn ihr eine Überfahrt nach Solstheim sucht, dann habt ihr Pech. Ich kehre nicht mehr dorthin zurück. Es ist schwer zu erklären. Ich erinnere mich, wie diese Leute mit den Masken an Bord kamen. Und dann. Plötzlich war ich hier und sie waren weg. So einfach ganze Tage zu verlieren ist unheimlich. Da passieren schon eine Weile merkwürdige Dinge. Aber hiernach habe ich genug. Ich kehre nie wieder nach Solstheim zurück. Habt ihr mir nicht zugehört? Ich kehre nicht mehr dorthin zurück. Es tut mir leid wegen eurer Sorgen, aber ich muss mich um mich selbst kümmern. Ich werde das nicht riskieren. Nun, man muss schließlich überleben. Gut, wir stechen sofort in See. Nun, da wären wir. Das ist Rabenfels. Kann nicht behaupten, es gerne wiederzusehen. Viel Glück. Vielleicht könnt ihr ja herausfinden, was hier los ist. Ich kenne euch nicht. Daher muss dies euer erster Besuch in Rabenfels sein, Fremdling. Erklärt eure Absichten. Dazu habt ihr euch den schlechtesten Ort in ganz Morrowind ausgesucht. Aber wie ihr wollt. Vergesst nicht, dass Rabenfels eigenständiges Gebiet von Haus Redoran ist. Das hier ist Morrowind, nicht Himmelsrand. Für die Dauer eures Aufenthalts solltet ihr euch an unsere Gesetze halten. Irgendwelche Fragen? Ich bin mir nicht sicher. Ich könnte schwören, dass ich den Namen kenne, aber ich kann ihn nicht einordnen. Ich glaube nicht. Ich bin nicht... Der Name hat etwas mit dem Erdstein zu tun, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher, was. Denkt daran. Wir behalten euch im Auge. Ja, Lund. Ich habe ihn schon gefragt, was mit euch geschehen ist. Ihr reist gen Osten. Macht besser einen großen Bogen um Tel Mithrim. Dieser Ort gefällt mir immer.
verlasst mich! Kreskius, bei eurem letzten Besuch in der Mine hättet ihr euch fast das Genick gebrochen. Ich will meine letzten Tage nicht als Witwe verbringen. Und ich sage, ich werde... Mir wurde immer gesagt, ich solle Ruinen wie dieser aus dem Weg gehen. Jetzt weiß ich auch warum. Ich kann es spüren. Das war vor fast 2 Jahrhunderten. Gut möglich, dass gar nichts mehr da ist. Lasst mich gehen, Weib. Kreskius, ihr seid ein alter Dummkopf, der schnurstracks in sein Verderben rennt. Und wer zum Henker seid ihr? Seht ihr nicht, dass ich zu tun habe? Was geht euch das an? Ich kenne euch doch nicht einmal. Vielleicht. Es fällt mir in letzter Zeit schwer, jemandem zu vertrauen. Alle halten mich für verrückt. Aber ich sage euch, es gibt in diesen Minen ein Geheimnis, das Rabenfels zu neuem Ansehen verhelfen würde. Ein Geheimnis, das die Ostkaiserliche Handelsgesellschaft vor 2 Jahrhunderten unter den Teppich gekehrt hat. Es hat meinen Großvater getötet und Rabenfels mit einer wertlosen Unglücksmine zurückgelassen. Gratian Cerellius. Er hat sein ganzes Leben lang die alten Ruinen von Tamriel erforscht. Er starb vor fast 200 Jahren in diesen Minen. Die Ostkaiserliche Handelsgesellschaft sprach von einem furchtbaren Unglück. Er soll bei einem Steinschlag ums Leben gekommen sein, aber ich kenne die Wahrheit. Beim Hausputz sind meine Frau und ich auf eine verschlossene alte Truhe mit einigen Besitztümern meines Urgroßvaters gestoßen. Ich habe einen nicht abgeschickten Brief gefunden, adressiert an die Ostkaiserliche Handelsgesellschaft, und einen Schlüssel. Es geht um eine Entdeckung, die einige der Bergleute in der Mine gemacht haben. Sie wollten, dass Gratian sie sich genauer ansieht. Es muss sehr wertvoll für die Ostkaiserliche Handelsgesellschaft gewesen sein, denn sie haben diesen Teil der Mine komplett abgeriegelt. Ja, zumindest vermute ich das. Ich habe den Eingang noch nicht gefunden. Endlich! Endlich glaubt mir jemand! Glaubt mir, dort unten liegt etwas Großes. Etwas, das die Ostkaiserliche Handelsgesellschaft vor uns allen verbergen wollte. Nun, meine Frau sagt immer, ich sei zu alt, um in der Mine herumzuschnüffeln. Die Zeit ist mein Gegner. Mein Alter hat mich eingeholt, bevor ich die Antworten finden konnte, nach denen ich suche. Ja, ich will wissen, was mit Gratian geschehen ist. Und was die Ostkaiserliche Handelsgesellschaft uns allen verheimlicht. Gratian hat seine Entdeckung in einem Notizbuch festgehalten. Wenn ihr seine Überreste findet, sollte uns das weiterbringen. Hier ist alles, was ich habe. Der Brief und der Schlüssel. Bitte tut das für mich, damit ich meinen verlorenen Respekt wiederfinden kann. Nehmt euch da unten in Acht, die heimtückisch sein.
da. Wer ist da? Das hätten wir geschafft.
wunderschön. Bin froh, dass ihr hier bei mir seid. Ah!
Irgendetwas stimmt hier nicht. Seid vorsichtig. Ich glaube, wir bekommen Probleme. Wer ist da? Ich kenne euch, Champ. Das Ogma in Fumin war erst der Anfang. Dies ist Apokrypha, wo alles Wissen gehortet wird. Stillt euren Wissenshunger an den unendlichen Stapeln in meiner Bibliothek. Wenn ihr der Suche überdrüssig seid, lest euer Buch erneut und kehrt zu eurem sterblichen Leben zurück. Eure Zeit. Die Verlockungen von Apokrypha werden euch wieder rufen. Es ist euer Schicksal. Yeah.
Kriege mehr in Haus. Anständige Flasche Met. Ungerecht, dass die immer das Gute zurücknehmen. Blöde Zauberer. Gehe nicht zurück, Tilling. Lieber sterbe in der Angst auf mich wartet. Dreckigen Bauern reiß ich die Eingeweide raus, wenn ich ihn sehe. Irgendwann zur Ruhe setzen. Was war das? Eine schöne Linse. Na dann, schau an. Wer ist da hier wohl ein? Ist wohl meine Fantasie mit mir durchgegangen, Helm. Leichtes Gold und nicht gleich eine Axt im Schädel. Was? Ist das aber... Was war das? Ihr hättet nie hergeschrieben. Zeit zu verlaufen ausgesucht. Was? Ist da jemand? Aufschneiden! Was war das? Wenn er Drachenaugen rollt. Taubkopf. Ich könnte der Zauberer anschließend gut genug für eine feine Akademie. Ungerecht, dass die immer das Gute zurücknehmen. Keine Sekunde verbringe ich mehr in diesem stinkenden Kerker. Lege mir ein Haus auf dem Festland zu. Hier drüben! Ist da jemand? Ausschneiden! Habt ihr euch verlaufen? Ihr seid zurück. Dann sagt mir doch bitte, was ihr herausgefunden habt. Lasst mich mal sehen. Ha, wusste ich's doch. Gratian starb gar nicht durch einen Steinschlag. Das war nur ein Märchen, um die Leute von den Gräbern fernzuhalten. Jetzt, da ich sein Tagebuch habe, kann ich die Sache mit der ostkaiserlichen Handelsgesellschaft zu einem Ende bringen. Sie werden für ihre Lügen bezahlen. Ich danke euch. Ich glaube, ich schulde euch für all eure Arbeit ein bisschen mehr als nur Dankbarkeit. Hier, es ist zwar nicht viel, aber das Beste, was ein alter Bergmann im Ruhestand tun kann.
meine Worte. Rabenfels ist noch nicht am Ende. Das Essen ist bald fertig. Ihr müsst etwas zu euch nehmen. Ihr seid zu gut zu mir, Afir. Ich wünschte nur, ich könnte...